das ist der Roman Zola Jackson von Gilles Leroy. Und das ist die Geschichte von einer pensionierten Grundschullehrerin, die im Jahre 2005 zur Zeit des Hurricane Katrina in New Orleans lebt und dort, während der Hurricane immer rasanter auf New Orleans zurast, in ihrem Haus ausharrt. Und die Geschichte ist so, also wir lernen Zola Jackson kennen, die natürlich vom Leben ziemlich gebeutelt ist. Also sie hat ihren Mann verloren, hat ihren Sohn verloren und ist sozusagen auf Rente und hängt da so ein bisschen in New Orleans in ihrer Hütte darum. Und in dem Buch ist es so, dass der Autor den Leser mit auf eine Reise nimmt. Also während draußen alle versuchen, da irgendwie Kind und Kegel zu retten und aus New Orleans abzuhauen und es jetzt auch schon so fast aussieht, dass die Deiche da brechen, macht Zola Jackson so Zeitsprünge. Also sie geht in die Vergangenheit und berichtet über ihren Mann und über ihre Zeit mit ihrem Sohn. Das ist böse, das ist ganz verbittert, also sie ist verbittert, vom Alkohol sichtlich gezeichnet. Und ja, und was das Besondere an diesem Buch ist, das ist, dass es dem Autor auf jeden Fall gelingt, dass man als Leser nicht so das Gefühl hat, jetzt so einer alten Oma irgendwie dabei zuzuhören, wie sie jetzt irgendwie Selbstgespräche führt, sondern man begleitet diese Frau dabei, wie sie in die Geschichte ihrer Vergangenheit oder in ihre gesamte Lebensgeschichte eintaucht und ist förmlich, springt förmlich mit dieser Frau zwischen Gegenwart, Vergangenheit und ja, was jetzt Zukunft ist, das kann ich natürlich nicht verraten. Dem Autor gelingt es mit Zola Jackson, das Porträt einer Frau aufzuzeichnen, die durch die Bewältigung ihres inneren Konflikts den Naturgewalten trotzt. Unbedingt lesen!